Und den härtesten Kampf kämpfe ich natürlich im Endeffekt mit mir selber. Es ist ein stetes Ringen mit meiner Gesundheit, ohne hier zu jammern. Aber nein, es war nicht immer leicht. Ich war oft kränkelnd. Also das war schon als Kind. Ich kam ja als Kind auf die Welt. Ne? Direkt nach der Geburt war ich Kind. Also da war ich so ein kleiner halbspacker Lulatsch. Ich war so, nicht so, so und heute so ein Schrank. Ne? Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber oft war ich erkältet. Ne? Ich habe unbedacht draußen beim Spielvorgang im offenen Raum, also während der Ausübung von Freizeit, ne, wir haben ja so eine Wiese, ich komme ja aus der Stadt, so eine Betonwiese, und ne, da habe ich unumsichtig agiert und zack, hatte ich mir eine Streptokokke eingetreten. Ne, irgendeinen virulenten Tuberkel, eine keimige Miasme, und dann feierte dieser Erreger Orgien des Frohsinns in meinen geschundenen Habitus. Ne? Ich lag auf dem Matratzenlager und rekonvaleszierte dröge vor mich hin. Und das war dann der Moment, in dem dann meine Großmutter ans Bett kam. Also ich habe ja zwei Großmütter. Es war meine Großmutter väterlicherseits, also Oma Manfred. Und sie hat mich dann getröstet und hat gesagt, siehste, Olaf, jetzt bist du krank. So. Ja. Und da habe ich immer gesagt, halb so wild, Hauptsache gesund. Und das weckte aber bei mir natürlich schon ein gerüttet Maß an Interesse an diesen medizinischen Themen. Zumal ich ja aus einer medizinisch vorbelasteten Familie stamme. Ne? Ich bin ja Spross einer schon viele Generationen währenden Chirurgendynastie. Das ist alter sächsischer Amputationsadel. Die meisten meiner Eltern sind Chirurgen. Ja, also eigentlich alle außer meiner Mutter. Also die Älteren kennen vielleicht noch meinen Vater, Professor Schubert. Er hat in Berlin gewirkt, in der berühmten Charité. Ne? Dort hat er Hand angelegt und Bein abgelegt. Er hat Eingriffe vorgenommen bei vielen berühmten Persönlichkeiten, bei Sportlern, bei Künstlern, bei Politikern. Er hat auch unserer heutigen Bundeskanzlerin damals, er hat ihr die Prostata entfernt. Mehrfach. Yeah.